Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute wieder zurück beim FIFA 15 Karrieremodus gegen Man City mit dem FA Cup. Yay! Yeah! Wir freuen uns alle tierisch. Heute geht es los, hier das spannende Halbfinalspiel. Die dürfen im Auswärtstrikot spielen gegen ein Team, was einfach doppelt und dreifach so geil gut ist wie wir. Eieieiei. Ich würde sagen, im Regen, yay, 5 Minuten Regen im Wembley Stadium. Ach Mensch, ist ja nicht so, dass das Wembley Stadium schon seine Vergangenheit hat, ey. Ui, 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 ui. Aber wenn ich hier im Voraus einnehmen, aufnehmen bin, dann muss das alles schön sein. Jo, ich bin gut drauf. Wie gesagt, weil ich voraus aufnehme, gleich mehrere Spiele, bin ich gut drauf. So, und jetzt geht's ab. Hätte mir vielleicht die Aufstellung angucken sollen. Aber es sieht haarig aus. Nasri da. Ist das Nasri? Nee, ne? Ah, okay, jetzt kommt die Aufstellung. Erstmal unsere hier natürlich. Top, die Nummer 1 im Tor. Ikeme auf der rechten Seite leider Boyata statt Bellerin im Sturm, wie immer. Embolo, Deco, Lingard. Sehr nice. Barth Eihahn in der Verteidigung. Götzonali, ZDM. So, jetzt Man City. Hart im Tor. Sabaleta, Kompany. Martinez, Clichy. Silva, Touré, Fernando, Navas, Milner, Cavani im Sturm. Ja, Silva war das nicht. Nasri, ich glaube, ich habe Nasri. Ja, Navas, Jesus, Alter. Dedrick Boyata. Leiter der Partie aus England. André Mariner. Und wir stellen erstmal kurz unsere Taktik ein. Hoher Druck, Pressing und Defense. Das wird heute wichtig sein, die Defense bei solch einem verfickt starken Team. Aber Boyata, der kämpft sich durch. Der Abschluss dagegen. Sehr schlecht. Und da muss gleich mal mein Handy vibrieren. Ich weiß gar nicht, ob man sowas immer hört bei meinem Mikro, wenn mein Handy vibriert, weil mein Handy liegt direkt am, am Mikroständer, ja. Und dadurch ist das Vibrieren auch noch ein bisschen laut. Vor allem auch, weil es auf einem Holztisch liegt. Ikea-Holz, also weiß ich ganz genau, ob das so Holz ist oder eher so ein Holz-Fake-Zeugs. Haben wir mit dem Controller raufgehauen, das ging ziemlich tief rein, eine ziemlich tiefe Delle. Ich weiß nicht, unter meiner Vorlage, also ich habe jetzt mir so eine Auflage hier geholt, wo ich meine Tastatur so rauf machen kann, wo ich die Blätter drunter tun kann, also so ein bisschen mit reinstecken und so. Und, also Schreibtischunterlage könnte man das auch nennen, ja, ganz einfach, ganz simpel. Und da drunter ist einfach so eine getapte, richtig tiefe Delle, weil ich da mit meinem PS3-Controller so richtig hart reingehauen habe. Oder Xbox? Xbox, ja, beim FIFA-Spielen. Das war noch in der FIFA-Liga, aber jetzt hier. Schade. War doch abseits. Man City hier ganz schön spielt gar nicht so stark. Eher etwas zurückgezogen. Habe ich so das Gefühl. Aber mein Gefühl kann mich auch ganz schnell täuschen, ne? Oh. Deco heute mit der perfekten Ballannahme hier. Und da hat Man City den Ball. So, ja, der Spielerwechsel ist grottig. Muss erst 1000 Mal auf LB einhauen, um dann endlich den Spieler zu haben, den ich wollte. Aber vielleicht liegt es auch einfach an meinem Spielstil, da ich ja mit RB immer zweiten Verteidiger noch rufe nebenbei. Und dann meist A gedrückt lasse, um so dauerhaft dem Spieler zu bedrängen, sage ich jetzt mal so einfach. Alter, ganz ehrlich, warum muss denn Deco da auch stehen bleiben? Ich habe eigentlich die ganze Zeit so laufen gedrückt, aber irgendwie weiß nicht so ganz. Schade, es war zu direkt auf den Torwart. Glatzkopf hart. Halbplatzkopf.
Wow, da sollte, also da waren zwei Anspielstationen, wo der Ball hingehen sollte, der ging zur dritten, kam da natürlich dann nicht mehr an. Zig Man City-Spieler im Weg gewesen eigentlich, aber egal. Ja, sehr schön hier, Sakko, mit der Ballabnahme. Embolo eben. Ich weiß es nicht. Also manchmal ist Embolo richtig gut. Ich komme richtig gut klar mit ihm, so mache ich Tore mit ihm. Und dann gibt es so Spiele, da komme ich nicht klar mit Embolo. Da geht gar nichts klar. So wie zum Beispiel im letzten Spiel, da habe ich auch nur über Embolo geflucht, weil er die Tore nicht reingemacht hat irgendwie. Dann zerrt er sich da mal was und da, ey. Ja, saftig. 11 Meter. Ja, Klitschi hier. Ja, Klischee. Geil, Klischee. Alter, was ein Name. Das ist echt schon. Muss noch. Boah, aber wie er mich wegreißt. Ja, reg dich auf, mein Freund. Ho, 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 Wolves gegen Man City hier. Henry gegen Hart. Scheiße. Saftig! Saftig! 1:0, meine lieben Freunde. Im Wembley Stadium. Die Wolf-Fans am Jubeln. Es ist mega geil, wie man so sieht. Das ist die eine, die Fankurve. Jetzt auf der anderen Seite sieht man es gerade. Von Man U, hier auf der Seite, von Man City, hier auf der Seite von der Wölfen. In der Mitte sind alles neu, also neutral würde ich sie jetzt nicht sagen, aber die haben halt, sind weder orange noch hellblau gekleidet. Also wenn man jetzt hier einfach mal oben auf die Tribüne guckt, ist ja also so richtig geil, weil Wembley Stadion ja kein Heimstadion von keinem von beiden ist. Somit es gibt halt die Kurve von Man City, die Fankurve, und dann unsere Fankurve. Aber es ist mega geil eigentlich, ist, ey. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Wenn einfach so in der Mitte, das kennt man ja, meist in der Mitte dann auf der langen Geraden, sag ich mal. Bei einer Sprintbahn wäre es dann die Gerade, ja. Halt sozusagen die sitzen, die halt gerne ein Halbfinale gucken, Fußballspiel, eventuell gehofft haben, dass ein anderes Team ins Halbfinale kommt oder so. Und halt einfach nur da sind, um da zu sein und sich dann so vor Ort. Weißt du, oder Unwissende so. Soll es ja auch geben. Mütter, die ihren Kindern ein Ticket schenken oder zwei und dann mit hingehen. Kannst halt fragen, na, ist es denn gut, wenn der jetzt ein Tor schießt? Nein. Oder einfach Leute, die sitzen wollen. Sehr schön, Ikeme hier. Hält diesen Kopfball. Die erste wirkliche Aktion von Man City, die wir hier sehen. Klitschi ist trotzdem weiterhin aggressiv. Schön, ganz ehrlich. Freut mich, wenn er raus ist. Wenn nicht so, dass er gelb schon hat. Oh, was ein Kopfball! Brill Donald Embolo! Der kann's doch, Mann! Endlich! Unglaublich! 2:0! Dieser Kopfball! Joe Harter! Am Verzweifeln, der geht direkt aufs Gesicht, da weicht man aus. Nein, er sprang zu spät auf. Das erste Tor im FA Cup für Brill Donald Embolo. Was ist los? Das Team, das ist, oh mein Gott, drauf. Eieieiei. Wird das hier eine Sensation? Man City heute echt nicht gut dabei. Was ist da los? Halbzeit, 2:0 Führung für die Wölfe. Zwei Schüsse, zwei aufs Tor, zwei ins Tor. Geil. Das spricht für sie. Öztunali ist tot. Evans kommt rein. So wie jede Halbzeit. Es ist auch immer so. Eigentlich kam immer Barth rein. Der ist jetzt Stammspieler. Deswegen Evans, weil Johnson zu alt und so. Nee, ja, Evans, der kann auch. Der hat zwar nur eine 64, aber der kriegt noch was dazu, wenn der wirklich dauerhaft spielt. Der hat ja zu Beginn dauerhaft gespielt und hat sich da ja schon
sehr gut verbessert gehabt zu Beginn, wo es noch keine Spieler gab, wo wir noch nicht so viele Spieler hatten. So, jetzt hier. Schön. Erstmal diese Aktion geklärt nach dem Anstoß durch Man City. Ach Gott, das liebe ich ja. Habe ich ja schon im letzten Part angesprochen. Wenn man X drückt, dass er dann immer so hinterher springt, als würde er den Ball ins Aus schießen wollen, ins Auspassen wollen. Okay, ich wollte nicht zu Embolo, sondern eigentlich zu Deco, egal. Das war die Latte. Lingard, der kleine Knirps, macht diesen Kopfball gegen die Latte. Oh. Was ein Spektakel hier. Mit Cavani muss man aufpassen. Sehr schön, Sakko hier. Und da kommt auch eine Auswechslung. Fernandinho kommt geht raus und Fernando kommt rein. Fernando kenne ich jetzt nicht. Fernandinho weiß ich, der ZDM. Aber sehr, sehr offensiver. Oder ZM. Bin mir gerade nicht so sicher. Abstoß. Alter. Weg mit der Scheiße. Da vorne wartet ein Abnehmer. Scheiße. Oder auch nicht. Oh. Da war der Münze die Spieler zu schnell. Wechsel. Na, was geht raus? Da kommt Samir Nasri. Ah, also ich wusste doch, Nasri ist bei dem. Nur vorhin verwechselt, ne? Silber vom Aussehen her mit Nasri. Boah, was ein starker Kopfball hier von Milner. Aber wirklich, da haut er volle Wucht rein und ganz knapp über die Latte. Also, wäre da reingegangen, da hätte Ikema auch nichts mehr zu sagen gehabt. Sag ich mal so. Sag ich mal so. Auch ein bester Satz, ey. Aber wir dürfen uns nicht auf einem 2-0 ausruhen, Leute. Der darf da nicht so einfach durchkommen. Nein! Nein! Oh, da macht Milner doch noch den Kopfball. Scheiße. Vor allem, weil ich habe ja davor den Ballverlust verursacht und ich habe versucht, den zu decken, aber irgendwie Barth, der Herr, kam nicht auf die Idee, mit dem Kopf ranzugehen. Nein, erstmal Bein gehoben, aber richtig. Milner auch in die Fresse geschlagen. Mann, Alter, ich drück die ganze Zeit nach hinten, ne? Und nichts geht. Und dann ist natürlich so, dass der den Ball dann nicht mal berührt. Litschi. Gretchen tut er auch nicht mehr. Der hat immer nur am Trikot ziehen. Ich wirklich mal, also dieses Trikot ziehen, was es jetzt seit den neuen FIFA so gibt, dafür braucht man wirklich wieder die Schwalbetasse, die es früher schon gab. Einfach, weil es ist so, die Spieler wehren sich immer dagegen, nicht umzukippen. Was ist mit dem da los, Alter? Oh, warum ist denn Deco jetzt plötzlich K.O.? Imbolo auch. Okay, wir müssen auswechseln. Wer ist denn das? Evans? Scheiße. Imbolo geht für Sigurdsson, sorry, aber es. Die müssen bleiben. Nee, ich mach das erstmal so. Evans bleibt drin, auch wenn da das Verletztzeichen steht. Das ist gleich weg. Der kann sich kurz auskurieren und dann geht das wieder. Ich würde Abwehrriegel spielen, aber ich weiß, dass es bei Abwehrriegel immer bei mir darauf hinausläuft, dass ich noch kassiere. So wie damals gegen JZ mal in der Liga,
Das 1:0 kassiert in der 95. Minute, allerletzter Schuss von Mkhitaryan. Dauerhaft Abwehrriege gespielt und so gerockt, ja. Ist eigentlich nicht gerockt, aber hat die ganze Zeit das 0:0 gehalten. Ich bin jetzt aber auch richtig sehr offensiv. Richtig offensiv, wollte ich gerade sagen. So, Ecke. Vor die Auswechslung. Nen. Oh! Gott! Was war da bitte passiert, Alter? Deli noch abgeblockt. Oh, Edin Dzeko kommt rein für Milner. Ich dachte, das reicht, wenn die nur mit den schlechten Spielern auflaufen oder was. Sehr schön. Ich käme hier. Ah, scheiße, Mann. Beim Evans ist dauerhaft verletzt, aber ich wechsle den jetzt nicht aus. Das Gute ist bei Abwehr hier, dass meine Defender-Kette hinten bleibt. Beziehungsweise, wenn ich mit dem rechten Verteidiger vorlaufe, dann ist der rechte Mittelfeldspieler, der da hinten stehen bleibt. Ja! 2-1-Sieg, Leute, Finale! Wir sind im Finale vom FA Cup. Mit einem 2-1-Sieg gegen Manchester City. Die perfekte Vorbereitung für die Premier League nächste Saison auf jeden Fall. Erster Elfmeter von Henry, dann Embolo noch mit dem 2-0. Lange gehalten, bis Milner dann doch noch einen Kopfball reinmacht. Unglaublich. Spieler des Tages ist Embolo mit einer 7,8. Quasi. Alter, wie defensiv die gespielt haben. Gott. 4-4-2, aber wo die Viererketten stehen, Alter, wenn du mal guckst. Da vorne einfach, naja. Sieht total defensiv aus, ey. Ja, nein, gegen Chelsea im Finale. Alter Schwede. Ja, warte. 5 Tage, wenigstens nur 5 Tage. 900.000 zusätzliches Budget. Ja, perfekt. Presseraum gegen wen? Gegen Forest? Alter, ich muss die ganze Zeit motivieren. Sonst passiert da nichts. Sonntagsspiel und wieder Dienstag gleich nochmal Spiel. Vertragsverlängerung. Ja! Bakary Sako bleibt! Ich hätte einfach nur essentieller Stammspieler heißt, dass er dauerhaft Stammspieler ist. Und das andere Ding, was war das andere? Nicht essentieller, sondern ja, Evans hier 5 Tage, Alter. Soll ich denn da jetzt noch checken? Mir gehen die Spieler aus, die ich spielen lassen möchte. Alter, hier unten, da will ich keinen einzigen spielen lassen. Nicht mal hier Old McDonald, Alter. 26 ist eigentlich nur, ne? So, nächstes Spiel direkt. Weiter geht's hier. Und dann im Team Management Sigurdsson direkt hier in die Spitze. Ja, sind halt alle noch K.O. von dem Spiel. Und das lasse ich und dann gibt es wieder Auswechslung zur Halbzeit. Ja. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Was ist denn hier Neues? Oh, perfekt. Ich zocke jetzt neuerdings wieder die Stämme. Krieg gerade einen Angriff rein. Sehr geil. Wahrscheinlich habe ich auch gerade all meine Truppen verloren. Passiert. Deswegen gucke ich ja gerade mal nebenbei. Ah. Fuck the fuck, Alter.
Alter. Eingehender Anruf. Warte mal eine Sekunde, bitte. Sind nur Speer. Oh! Fuck! Der Torwart, der hat irgendwie so komisch gezögert. Alter. Da habe ich nicht gerechnet. Und der stand im Abseits. Passen wir da hin. Ich gehe das Spiel jetzt hier eigentlich ziemlich relaxed an. Aber weil ich die eigentlich in Nottingham Forest eigentlich nicht so als brutalen Gegner sehe. Oh, aber gerade so beigespielt, ne? Oh, weißt du, er soll auf Embolo. Da will ich einmal wirklich auf Embolo passen. Oh, was macht der? Ich drück schießen und er dreht sich erstmal so total komisch mit dem Ball. Oh. Schade. Warte! Oh, Embolo! Alter, wie legst du dir den Ball? Ich habe zwar gedrückt, dass er sich den Ball ein bisschen vorlegen soll, dass er so halt mal ein Stück so rennen kann ohne Ball. Aber der sollte den nicht so machen. Einfach hier. Ah, hier kann ich das schlecht zeigen. Dass er mal so gerade ausläuft. Einfach mal so den Ball so ein Stück weiter nach vorne spielt. Oh, saftig. So. Ja, ich weiß, Facecam ist anders, deswegen seht ihr also, wenn ich runter gucke, dann wisst ihr, das ist mein Handy. Und, ja. Guck halt öfter mal runter jetzt. Gucken. Mein Stuhl knarzt, ich hasse sowas. Ich glaube, mein Gehalt bekommt heute einfach einen neuen Stuhl, ganz ehrlich. Also einen richtig krassen Stuhl. Eine Investition für die Zukunft. Ein Spiel. Weil wir kriegen meine Gäste dann auch einen Chefsessel. Da knarzt zwar ein bisschen, aber. Momentan haben die auch noch so einen hässlichen Hocker. Was mal ein Computerstuhl war, wo ich die Lehne abgebaut habe, weil die Lehne kaputt war. Da ich mir, die Sitzfläche kannst behalten, die funktioniert noch. Oh Gott! Da nochmal eine falsche Taste. Eine falsche Taste noch dabei. Naja. Knapp über die Latte. Ich muss Dico auswechseln, ne? Heute mal zur Halbzeit. Werde ich auch machen, damit er ein bisschen geschont ist. Wenn es da gegen Scherzi geht, Alter, scheiße. Wann ist denn das Spiel gegen Scherzi? Haben wir das eigentlich nicht mit eingeplant? Eieieiei. Ich dachte auch nicht, dass ich weiterkomme gegen Man City. Ich habe das echt nicht erwartet. Hatte mehr so darauf gesetzt, oh Gott, Mann, hatte eher darauf gesetzt, wie heißt denn das da, so, ja, nicht weiterzukommen, damit es dann genau vier Parts aufgeht. Jetzt muss ich ja fünf machen, weil ich das Spiel gegen Scherzi habe. Aber vielleicht mache ich das Scherzi, kann ich das Scherzi Spiel auch so einzeln machen. Ich meine, wer weiß, vielleicht kommt er ins Elfmeterschießen oder so. Spannendes Finale, so ungefähr. Oder ich verliere wie Norwich 3-0. Weil Scherzi, das ist eine Kanone, ey.
Wobei ich meine Karriere früh genug angefangen habe, so dass sie noch nicht, aber wie heißt der da? Da rechts den schnellen Cuadrado haben. Und von daher passt das. So, ich wollte ein Tor machen, ne? Oh nein! Oh Scheiße, das fällt wieder länger. Das ist, die fallen aber länger aus. Das ist richtig Kacke. Aber was soll ich denn bitte machen? Ich kann drei Leute auswechseln. So, und jetzt Henry Ayhan Boyata. Alter. Er hat sich gezerrt. Wow. Wollte einfach mal versuchen. So, rechts habe ich jetzt Tony, das sprich ich, ich darf nicht so viel mit Dingsy spielen. Guter Pass, Boyata, guter Pass auf jeden Fall. Oh. Zu dem Thema weniger mit Henry spielen, laufe ich trotzdem direkt los. Der Halbzeit können sie sich noch mal ein bisschen erholen. Boah, nice abgewehrt, würde ich mal sagen. Ja, ist gut, Alter. Mein Handy vibriert gleich wieder eine halbe Stunde. Gut. Halbzeit, Leute. 0-0. Ist gut so. Ich verlange nicht mehr. Ich muss nur kurz mal was schreiben. Also ich muss das Handy mir mal hier vor die Nase halten. Sieht so aus, als würde ich auf den Bildschirm gucken. Deswegen, dann schreiben. Jo, senden der Nachricht davor gleich. Oh. Okay, stehen ein paar Dev-Truppen bei mir drin, passiert. So. Ja, auswechseln kann ich leider nicht. Ich würde sonst Henry auswechseln. Nee, da wird der nächste sein, der verletzt ist. Ich kann ja nicht mal sagen, ich spiele nur noch mit 10. Müsste ich mir eine rote Karte mit ihm verdienen und das ist auch wieder zu schwer. Das ist doch alles nicht so einfach. Saftig! Ja! Oh, wie geil dieses Tor! Richtig schönes Sweaty hier mit dem Meister. Da hat der Torwart nicht mitgerechnet. Eigentor leider. Zählte nicht für Tony, aber schon geil. Der Schuss wäre ja so weit daneben gegangen. Das Gute ist halt, dass Johnson und Deli, also Deli halt immer gleich auf überall rumläuft und Johnson ist ja eh ganz schön, also eh ziemlich aktiv. Schade. Ah, Mensch. Kann ja richtig chillen, Alter. Jetzt führen wir schon 1-0. Ich wäre eben 0-0 durchgegangen oder so. Hauptsache kein Gegentor. Das ist immer meine Devise. Denn wenn man Gegentor hat, dann kann es auch eine Niederlage sein. Deswegen.
Hab sofort gedrückt, Flanke, aber er hat wieder nichts gemacht. Schade. Naja. Jo, Auswechslung hier wieder bei Forest. Warum prallen die Bälle immer so ab, dass sie nicht zu meinen Spielern kommen, ganz ehrlich? Problem ist jetzt, dass Boyata nicht schneller laufen kann. Ach, gut, Ikema. Oh! Ordentlich umgerissen, auf jeden Fall gelb. Hat er sich damit schon mal sicher verdient. Alter. Ich hasse das. Ich habe jetzt auf meinem Handy das neue Android 5.0. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommst, eine neue, werden alle anderen nochmal angezeigt oben. Und dann, also wenn du dein Handy anhast, dann sind die immer. Wird immer so der Anfang so angezeigt, zu sagen, wer da was geschickt hat und so. Oh, scheiße. Kam Embolo leider auch irgendwie zur falschen Zeit. Die haben wieder ausgewechselt. Ich will eigentlich erst das Spiel jetzt. Ich will eigentlich einfach nur auf Transferraum kommen. Wobei das Spiel gegen Chelsea wird auch nochmal cool. Also je nachdem. Jo, wir verlieren. Alter! Können wir aufhören mit mich gerade zu faulen? Habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Komm, ja, Seguatzen. Sehr sexy, sehr sexy. Schöner Kopfball. Auf jeden Fall. Nice. Alter, was ist jetzt los? Ja, das erste war sein Eigentor. Komm, macht weiter. Alter. Alter. Tony, Alter. So richtig hart hinfliegt, weil der Spieler da so stehen bleibt. Alter. Komm, jetzt gib mir mal bitte meinen Ball wieder. Alle kippen da irgendwo um oder so, ne? Sehr gut, sehr gut. Wartet kurz. Ah, das ist schlimm, wenn man wieder Stämme spielt und dann geht es plötzlich los hier mit Angriffen. Alter, fick dich mal bitte.
Das ist immer noch das Schlimmste. Ach, jetzt hat sich Henry verletzt. Steht jedenfalls oben. Das ist echt immer noch das Schlimmste, wenn man A drückt, dass sie dann so komisch da rumkrebsen. Alter! Ganz ehrlich, drücke schießen und er wartet und wartet und tut es einfach nicht. Warum? Oh, der Meister. Der Meister, Alter. Krasser Scheiß. Boah, ich zock hier ein bisschen nebenbei. Ah, kann ich mehr verlangen? Schön, also schönes Kopfballtor hier, Sigurdsson. Deswegen mag ich ihn eigentlich als Stürmer, weil er halt richtig kopfballstark ist und guten Schuss hat. Ist zwar nicht so schnell wie jetzt Embolo und Dicko. Aber es ist eine schöne Kombi, dann mal statt Lingard oder so, wenn hier wieder so 10 Spiele pro Woche sind, ey. Da muss man da schon so ein bisschen. Oh, Hattrick! Sigurdsson! Perfekt, Alter. Alter, wie geil der mit dem Kopf da arbeitet. Zack. Ich wollte einen Unentschieden machen, ne? 4-0 steht's. Erstes Eigentor. Und dann mal eben drei Kopfballtore von Sigurdsson. Leute, was ist denn da verkehrt, ey? Der Junge geht ab wie nichts. Krass, 4-0. Sieg. Spieler des Tages, nicht schwer zu erraten, Björn Sigurdsson, 9,4. Drei Tore, vier von vier Schüsse aufs Tor. Alter Schwede. Der Torwart da hat drei Paraden. 4,6 Bewertung. Ja, so wie der zum Ende kassiert hat. Ganz schön hart. So, Spieler verletzt, na toll. Wen haben wir jetzt diesmal verletzt? Bakary Sako wird für 3 Monate ausfallen. Ja, kommt, fallt doch alle für 3 Monate aus, Alter. Alter, meine, guckt euch das jetzt mal an, ja, zum Ende der Saison hier. 2 Tage Evans noch Schulterprellung, Bellerin noch 2 Monate, Bakary Sako die noch 3 Monate. Alter. Jetzt in Delhi erstmal die 3 Monate. Alter, ist da was? Ja, für McDonald's. Doch, McDonald's kommt wieder rein. Wie alt ist der eigentlich? 27. Kommt er mal für Johnson? Ah, Johnson für Jacobs. Jacobs. Für Jacobs. So, Benedis one, Benedis. Irgendwie so. Embolo, wie diese roten Leisten, Alter, hier. Selbst die Verteidiger. Ei. Aber jetzt erstmal hier schön. 3 Tage Pause. Gott. Ja, Daniel Mesenhöhler, habe ich mir angeguckt als eventueller Torwart. Aber ich sehe schon eine 58er Bewertung, nur mit 19. Kostet nur 90.000, also ist auf der Leihliste. Können wir den verleihen? Ja, ich habe halt mal geguckt, was es gibt. Eben auch beim KSC. Im nächsten Part geht es dann weiter. Schauen wir uns Spieler an. Die sehen schon halbwegs fit aus. Sigurdsson spielt so von Anfang an, Embolo wieder auf der Seite und dann kommt Lingard rein. Lingard. Man, ich nenne immer Lingard. Lingard. So lasse ich erstmal die Startaufstellung für den Anfang. Wird sich wieder ändern, auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, das war's für den Part. Schöne 2 Spiele. Unglaublich, die Fans lieben Sigurdsson. Sagen hier, ja. Hä? Komm, Alter, Vereinsnews. Die Fans lieben. Björn Sigurdsson hatte in den letzten Spielen für Wolves einen Lauf und war einer der wichtigsten Spieler des Vereins.
Angeblich wird er schon von mehreren Scouts beobachtet. Wenn den wer haben will, da hätte ich, glaube ich, sogar nicht mal was dagegen. Ja? Versprecher, Verbrecher, meine Fresse, Leute. Ich muss jetzt Schluss machen für den Part, ich kann nicht mehr reden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann gegen Reading geht. Und das muss ich jetzt mal gucken. Nee, erstmal nur gegen Reading und Charlton Athletic. Und dann das allerletzte Spiel der Saison ist das FA Cup Finale. Sehr schön. Vorher halt noch die beiden Spiele, ohne halt natürlich, also nur die beiden Spiele. Und im allerletzten Part gibt es dann ein Spiel und das ist das Schauzi-Spiel. Und dann kommt der Livestream auf jeden Fall. Alles geplant. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Ich mache jetzt Schluss. Bis dahin, haut rein, habt ihr Spaß. Ciao, ciao!